Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce Shadow of the Phoenix. Und zwar diesmal mit einer kleinen Feuertaufe für mich. Denn das erste Mal benutze ich hier fürs Aufnehmen eines, sagen wir es mal so, Nicht-Stronghold-Spiels nicht mehr Fraps, sondern bin auf die X-Tui umgestiegen. Und benutze jetzt für die Mikrofonaufnahmen Audacity. Wurde mir vielfach empfohlen und auch öfters mal geraten. Und ich habe es auch von einigen anderen Let's Playern gehört, dass sie das so machen. Und ich probiere das jetzt mal aus. Der Vorteil für mich ist, dass die Dateien jetzt besser komprimiert sind, dass ich die jetzt leichter verarbeiten und hochladen kann. Und der Vorteil für euch ist natürlich, dass ihr nicht mehr so viel Mikrofonrauschen hören werdet, da ich jetzt die Audiospur direkt bearbeiten kann. Also die Tonspur meines Mikrofons und dann die Rauschentfernung sehr gezielt einsetzen kann. Denn die meisten von euch werden nicht drauf geachtet haben. Aber in meinen ganzen alten Let's Plays hört man immer ein Rauschen im Hintergrund. Wenn ich jetzt gerade nicht spreche, hört man das halt. Und wenn es gerade ruhig ist, bin unterwegs. Und das kann ich jetzt zwar nicht zu 100% entfernen, aber sehr, sehr, sehr stark reduzieren. Dass man das nahezu nicht mehr hört. Und das finde ich einen tollen Schritt in eine Richtung, sagen wir es mal so, jetzt nicht professionellere Let's Plays zu machen, aber halt einfach ein bisschen angenehmere Let's Plays zu machen. Also, das hört sich jetzt alles ein bisschen feiner an, sagen wir es mal so. Na gut, dann, wo waren wir stehen geblieben? Portal nach Empyrea. Wir wollen uns die Hauptstadt angucken. Dann, Urias, bist du soweit? 3, 2, 1 und... Ach, Urias, du Pflaume, gehe ich eben vor. Hindurch. Dann wollen wir mal schauen, wie diese Hauptstadt so ausguckt. Ich meine, wenn da die ganzen Steuergelder hingehen, dürfte die prächtig sein. Ja, hat was. Eure was? Majestät, dieser Feind unterscheidet nicht zwischen Mann oder Frau, Katai oder Empyrea. Er vernichtet alles Leben. Ihr müsst handeln. Schnickschnack, der Dschungel hat schon immer Unrat ausgespien. Ein paar Untote mehr oder weniger, wen schert das schon? Mein Volk, Majestät. Katai wird zu dieser Stunde belagert. Wir brauchen das Kaiserreich. Schickt wieder Truppen nach Süden, bemannt die Wacht, erinnert euch an den Schwur. Was zum Teufel? Ihr wollt Unterstützung? Wo ist denn der vielgerühmte Mut der Katai? Was zum Teufel ist das da Sind hinten? Sind die Kinder des Windes denn so schwach geworden, dass sie sich vor ein paar klappernden Skeletten fürchten? Ich sehe, ich verschwende hier meine Zeit. Lebt wohl, Kaiser. Irr mir! Mit Elan kommt er an. Mein Kaiser! Laufen. Botschafter Haran wird die Stadt wohl bald verlassen. Sorgt dafür, dass er nicht allzu weit kommt. Eins noch, Irmir. Man berichtet mir, ein Runenkrieger habe die Onyxbucht befreit. Ja, keine Orden, dankeschön. Ja, die Hasim dort wurden komplett vernichtet, Herr. Hahaha. Ihr seid doch bestimmt stolz auf mich. Ja, ja, wir können ihn nun wohl nicht direkt hinrichten, oder? What? Nun, seht zu, dass er nicht in die Oberstadt kommt. Und gebt den hiesigen Meuchlern einen kleinen Hinweis. Je schneller er wieder verschwindet, desto mehr soll es mir wert sein. Du kleines Arschgesicht! Da reiß ich mir den Arsch auf. Also wörtlich. Und dann sowas? Sehr gut, sehr gut. Der Maskierte wird zufrieden sein. Ach, der wiegt schon wieder. Ja gut, das erklärt halt einiges. Wie es aussieht, stecken der Kaiser, sogar bitte Kaiser, oder? Ja, Kaiser und der Maskierte gemeinsam unter einer Decke. Naja, ist irgendwie normal, dass sich alle Reichen und Mächtigen zusammentrommeln und gemeinsam auf die Kleinen einhacken. Aber das ist jetzt ein bisschen hart. Urias, willst du nicht mitkommen? Ah, da kommt er doch. Komm, Uri, Uri, Uri. Komm, Uri, Uri. Brav. Oh ja, dann wollen wir mal gucken. Wie schaut denn das alles so von hier aus?
Wir hören jetzt auch übrigens die neue Stadtmusik. Da haben wir Teile der Mauer, aber sehr viel sehen wir noch nicht. Und das sieht uns noch nicht nach einer tollen Stadt aus. Das schaut mir eher aus wie... ja, Slums. Aonirs Licht, guter Mann. Eine Frage. Ihr solltet hier besser mit dem Segen des Kaisers grüßen, Fremdling. Sein Licht überstrahlt das der Götter. Aha. Ihr meint, der Glanz seines Goldes. Ah, ich sehe, ihr versteht. Aber passt auf eure Zunge auf. Hier in Empyria ist mal mit dem Henkersbeil schnell zur Hand. Empyria. Also bin ich endlich am Ziel. Sagt, gibt es hier ein Wesen, das man die Frau unter dem Baum nennt? Klapsmühle. So nennt man die Dryade der Lebenseite. Ah, die lebt nicht hier in der Stadt. Aber oben im Palastgarten ist ein Portal, das zu ihrem Heim führt. Allerdings lässt der Kaiser dieses Portal gut bewachen. Man munkelt, er hätte ein Auge auf die Dryade geworfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mein Gott, hat er nur noch eins? Ich muss zu dieser Dryade. Gibt es einen Weg in den Palastgarten? Fremde haben keinen Zutritt zur Stadt. Euch bliebe nur der weniger gesetzestreue Weg. Ich verstehe. Am besten, ihr fragt Alia. Sie kennt sich mit so etwas aus. Ihr findet sie ein Stück nördlich von ihr. Ja gut, okay. Aber wie kann man denn mit Augen nach Dryaden werfen? Ich meine, die Munition ist doch sehr begrenzt. Nach 2 Schuss ist es aus. Dieser Verrückte. Da hat er doch noch 2 in der Sequenz. Ja, ist ja gut, bevor die ersten Leute kommen. Das ist doch nur wörtlich gemeint. Natürlich weiß ich das. Ich will das doch bloß ein bisschen hochspitzen. Oro. Hallo, Oro. Irgendwie muss ich jetzt gerade an Oreos denken. Jetzt habe ich Lust auf Kekse. Ihr Wichse. Verstehe. Das sind also eure Taktiken. Und ich habe nicht mal Oreos da. Ah, und es ist mitten in der Nacht. Ich kann nicht mal welche kaufen gehen. Verfluchte Welt. Alia, du sollst mir helfen. Na sowas. Da spazieren mir doch glatt 100 Goldstücke in die Arme. Bei mir ist nichts zu holen, Alia. Ich bin nicht verkäuflich. Langsam, Krieger. Eure Börse könnt ihr behalten, aber bei eurem Kopf bin ich mir nicht so sicher. Ah, gut. Irgendjemand bietet viel Geld dafür. Ich dachte schon, sie will. Nun, ich bin keine Menschenjägerin. Ich verdiene mein Geld mit ehrlichem Diebstahl. Vor mir habt ihr nichts zu befürchten. Was wollt ihr? Ehrlichen Diebstahl? Na gut, okay. Aber ich dachte schon fast, na süße, 100 Goldstücke. Aber hey, eigentlich bin ich ja derjenige, der dann... wäre mir zumindest neu, wenn die Frauen zu den Männern kommen. So, hey, wie viel kostest du? Ihr könnt mich in den Palastgarten bringen. Ihr könnt mich in den Palastgarten bringen? Holla, immer langsam. Es kann sein, dass ich weiß, wie man in den Palast kommt. Dann nennt euren Preis. Aber nur unter der Bedingung, dass ihr mir helft, jemanden zu finden. Gold kann ich selber stehlen, aber gute Leute sind schwer zu kriegen. Es gibt in der Unterstadt einen Dieb, der mir keine Anteile zahlt und frech vor meiner Nase raubt, was rechtmäßig ich hätte stehlen sollen. Sein Name ist Flink McWinter. Oh, geht ihn suchen und sorgt dafür, dass er mir meine Anteile zahlt. Meine Leute kennt er alle und er ist schnell zu Fuß, der kleine Bastard. Flink, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ihr mit ihm Ärger habt. Wie komme ich in die Unterstadt? Die Unterstadt ist kein Problem. Sagt dem Wachmann beim Tor, ihr hättet eine Lieferung von Alia. Ich bezahle ihn gut. Der wird schon spuren. Flink, der kleine... Pass auf, Wortwitz. Schmutzfink. Der Schmutzflink. Ah, neue Runen. Neuer Priester, Mentalist, Schütze, Hexe. Da rüsten wir uns doch mal neu aus. Machen wir das eben mal schnell. Ein besserer Hexer. Ja, warum nicht? Ein besserer Schütze. Ja, warum nicht? Statt dem Schützen. Ein besserer Mentalist, nee, da lassen wir lieber Angtar drin. Ein besserer Priester. Vielleicht hat er sogar einen nützlichen Heilzauber. Und Krieger Vlad. Oh. Er sollte eigentlich so Speere tragen. Dann hätte sogar wirklich eine Namensgleichheit. Ja, die Kämpferin durch einen Krieger ersetzen? Oder wollen wir den Hexer? Nee, ich glaube, wir ersetzen die Kämpferin durch den Krieger. Und alle sind sie nackt. Oh Mann.
Was ist das? Zaubergeschwindigkeit. Und du bist ein Hexer. Ja, das macht Sinn. Laufen minus? Nein, danke. Dann kriegst du noch sowas. Sowas. Oder was hast du da? Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen ausrüsten. Aber das gehört halt zum Spiel dazu. Das mache ich auch nicht offscreen. Und da du ein Magier bist, haust du sowieso nicht so stark zu. Dann kriegst du eben eine Zauberkugel. So. What? Der könnte jetzt ernsthaft Plattenrüstung und die Sturmläufer anziehen. Löcher Marsch, nicht schlecht. Und jetzt wird er sogar ziemlich schnell damit. Unter diesen schwarzen Talar. Ich glaube, ich gebe ihm das, weil ich glaube, einer meiner Krieger könnte diese Rüstung besser gebrauchen. So, ein Priester. Du, ja, der Ring sieht gut aus. Charisma 17. Ist im Prinzip nicht schlecht, aber vielleicht haben wir noch was anderes. Ausdauer, Wendigkeit, Intelligenz. Scheint nicht so auszuschauen. Gut, dann bleibt es dabei. Dann. Diesen Schild, nein. Diese Kappe ist gut, aber sieht unglaublich hässlich aus. Aber was soll's? Kannst du auch eine Zauberkugel nehmen? Ja, dann nimm mal die hier. Dann Kampfgeschwindigkeit brauchst du nicht. Große Schlagwaffen. What? Und er könnte die hier anziehen. Gut, dann zieh du mal die Sphärenrobe an. Dann hätten wir den Priester auch ausgerüstet. Unser Krieger Vlad kriegt die Sturmläufe. Kriegt erstmal den Spitzhammer. Vielleicht geben wir ihm später was anderes. Und ein Arkaner Panzer. Nehmen wir erstmal den und gucken mal, was sonst noch so kommen kann. So. Ansonsten große Schlagwaffen 10. Große Schlagwaffen 10. Das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. 15, 28. Ja, das ist ein bisschen schneller. Ich glaube, ich nehme den Zweischlag. Angriffsgeschwindigkeit ist schon relativ wichtig in dem Spiel. So. Oh, eine Ordensrüstung. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Die Ordensrüstung ist cool. Nehmen wir die Ordensrüstung. Jetzt bist du eine Urias-Kopie. Und ein Gladiatorenhelm. Jetzt bist du ein Krieger. Das ist ein Krieger. Obwohl, nee, ich gebe dir lieber den da. Kampfgeschwindigkeit. Ringe. Ring, ding, 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 ding. Stärke, Ausdauer, das kann niemals schaden. Okay. Nächste. Der Schütze. Rüstung des Elite-Schützen. Mit 10% Chance. Vierfacher Fernkampfschaden. Lecker, lecker, lecker. Und wir haben sogar das Set. Komplett. Wo haben wir das eigentlich her? Ach, das hatte einer meiner alten Helden an. Verstehe. Haben wir auch irgendeine Fernkampfwaffe? Ich sehe es schon kommen, haben wir nicht. Doch, wir haben eine Armbrust. Ideal. Dann noch eine tolle Nahkampfwaffe für den Fall. 8, 9. Nehmen wir die. Dann kriegst du noch zwei Ringe und dann sind wir mit dir auch fertig. Ja, Geschicklichkeit macht's wenigstens etwas. Charisma kannst du wenig anfangen, aber so. Stecke aus der. Das ist noch besser, der Gildenring zweimal. Okay, dann wären wir damit fertig. So. Nee, du kriegst die Eisklinge. Dass du einfrierst, schön. So, flink, da war er doch, der Alte. Dass wir den mal wieder sehen, wer hätte das gedacht? Urias, willst du nicht mitkommen? Diese Stadt ist ein Ort des Lasters. Lasst uns weiterziehen. Ich habe hier keine Laster gesehen. Wir brauchen die Hilfe dieser Leute. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns anzupassen. Ha! Ich schätze, ich wäre euch hier keine große Hilfe, Freund. Ich habe zu lange gegen Unrecht gekämpft, um jetzt tatenlos daran vorbeizugehen. Ich werde hier auf euch warten und hoffen, dass euch dieser Sündenpfuhl nicht verschlingt. Gut, wie ihr wünscht, Urias. Passt gut auf Alia auf. Zwinge, zwinge. Aber stimmt das vorhin mit Alia? Es war doch andersrum. Ich meine, wenn sie sagt, da spazieren mir 100 Goldstücke in die Arme, dann ist es natürlich so, dass sie das Geld bekommt. Und dementsprechend müsste sie die sein, die anschafft. Um mal die Logik wieder zurechtzurücken. Das ist mir jetzt gerade auch so aufgefallen. Wer bist denn du? Streunerin Nandini? Hört sich fast an wie ein Zauberer. Und die läuft mir hinterher. Bist du jetzt mein neuer Urias? Das ist aber freundlich. Was willst du denn?
Hey, ihr da! Wer, ich? Nein, die Palme hinter dir. Ja, hört mal. Ich habe euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Ah, ja. Seht, hier habe ich eine mächtige Waffe, den Titanenhammer. Diesen Hammer könnt ihr verwenden, wenn ihr euch ein wenig mit großen Schlagwaffen auskennt. Map. Dies ist eine Waffe für Helden. Große Schlachten hat dieser Hammer gesehen. Was, hat er auch Augen? Wenn ihr mit ihm trefft, birst Stein und Stahl. Ihr werdet bei euren Feinden damit einen ungeheuren Eindruck hinterlassen. Eindruck? Wortspiel? Ich sehe, ihr seid interessiert. Hab ich denn schon irgendwas gesagt? Ein spezielles Angebot nur für euch. 100 Goldstücke für diesen wertvollen Gegenstand. Das ist ja ein Spottpreis. Das bezahle ich ja mit einer Kleingeldtasche. Die Sache ist die. Es ist, wie ich weiß, immer ein Glücksspiel. Oder beziehungsweise, es gibt Gegenstände, die sind was wert und welche nicht. Ich glaube nicht, dass das immer random ausgewürfelt wird. Es gibt Gegenstände, die sind richtig gut, da lohnt sich sogar das Geld. Wir können jetzt natürlich auch sagen, nein, und dann wird das runtergehandelt, der Preis. Wenn ich mich noch recht erinnere. Die Sache ist, die hat sogar wirklich einige sehr, sehr gute Gegenstände hin und wieder dabei. Aber ich habe es gerade echt nicht im Kopf und spielentscheidend ist es auch nicht. Und bevor wir unser Geld bei der rauswerfen, sagen wir erstmal nein. Vor allem Titanenhammer, was machen wir mit großen Schlagwaffen? Das wäre vielleicht höchstens für einen unserer Helden und da finden wir auch genug Sachen. Von daher, mit Pech bezahlen wir halt auch wirklich 100 Goldstücke und kriegen einen absoluten Schrotthammer. Ich hab's einmal gemacht und bereut und irgendwann habe ich mal einen Guide dazu gelesen. Das ist aber schon so viele Jahre her, dass ich echt nicht mehr weiß, welche Gegenstände jetzt gut waren. Also, sucht euch jemand anderes, dem ihr euren Plunder aufschwatzen könnt. Verschwinde, Weib. Sucht euch jemand anderes, dem ihr euren Plunder aufschwatzen könnt. Verflixt, ihr seid ein zäher Brocken. Und jetzt handelt's erstmal runter. Wie wäre es mit 40 Goldstücken? Nur 40 Goldstücke für diesen Schatz. Also das nenne ich mal rapide Preissenkung. Ist das MHD etwa abgelaufen? Was soll ich damit? Geht weg! Was soll ich damit? Geht weg! Wollt ihr mich zum Narren halten? Wie tief soll ich mit meinem Preis noch gehen? Wie wär's mit einem Kupfer? Mein allerletztes Angebot. 5 Goldstücke. So etwas bezahle ich nicht bei einer Kupfermünze. Aber 5 Goldstücke kann man sagen. Okay, dann gehen wir es mal ein. In Ordnung, ich bezahle. In Ordnung, ich bezahle. Ihr werdet den Kauf des Hammers sicherlich nicht bereuen. Damit seht ihr gleich viel heldenhafter aus. Dankeschön, aber ich habe schon meinen Hammer. Also, was haben wir denn gekauft? Titan. Wow. Verstehe. Der ist das. Der hat echt verdammten Schaden. Da denkt man sich am Anfang, boah, da hebt sich gleich mal der Tisch um 10 cm an, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber dann Geschwindigkeit 25%. Wisst ihr, wie arschlangsam das ist? Bis der ausgeholt hat, ist jeder normale Gegner schon an Altersschwäche gestorben. Naja. Was soll's?